Da kreist schon die Wicke raus. Man kann Butter auch verwenden. Gehen die 3000er los. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Aus dem verschlafenen Dachzelt. Da kreist schon die Wicke raus. Ja, so schaut das aus in der Früh. Die ersten Turnübungen entstehen nicht am Partner, sondern am Dachzelt. Gut geschlafen? Ja. Ja, jetzt scheint schon die Sonne ins Gesicht oder auf dem Rücken jetzt. Und ja, jetzt wird gefrühstückt und dann geht's bei uns schon auf Tour. Yes. Bleiben. Wäre richtig cool, wie du schon gesehen hast, das Wetter bitte. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich abnormal. Sehr, sehr windig, aber es war nicht so kalt wie die erste Nacht. Also voll traumhaft. Crazy. Wahnsinn. Schau, sehe ich mal den extremen Befestigungsriegel. Sehr abnormal. Die Straße schlängelt sich richtig schön da auf. Da kann man echt gut weit. Und jetzt hab's da vorne gleich ein bisschen eine Aussicht da. Wow. Echt, echt schön. Wahnsinn. Wow. Und so hoch herum, so ein nettes Dorflein. Schau's mal. Die wunderschönen Häuser. Wow. Die Straße schlängelt sich extrem krass so auf. Wow, die ist echt irre gebaut. Da vorne auf der GoPro, vielleicht sieht man das ja da, kann man es erkennen, wie krass die Mauern da sind und wie hoch nur gemauert. Teilweise schon ein bisschen zusammengebrochen und teilweise sind die Mauern noch voll gut da. Und so schlängeln wir da hin, das sind kaum auf. Und da ist es windig, aber sehr fein.
da vorne werden wir jetzt gleich Kaserne sehen. Mit freien Auge haben wir schon sehen können. Richtig crazy. Bergketten da hinten ist aber atemberaubend einfach. Der ist da, schon ganz ein Vulkan, gell? Wow. Wow, da vorne ist die Kaserne. Wahnsinn. Und da haben wir ein Haus. So, jetzt geht es für uns den Weg so Richtung Gipfel. Ist als offizielle Mountainbike-Routen hochgeschrieben. Richtig cool, wir haben das da echt super gemacht. Jeden kleinsten Weg haben die hochgeschrieben und dafür Mountainbikes gemacht. Also richtig, richtig gut. Da haben wir auch schon geschehen. Gleich haben wir es geschafft. Vorne sind es ein Gipfel. Wow, das waren jetzt 4 Kilometer, also richtig, richtig lang. Aber traumhaft schön. Yes, oben sind wir. Es geht extrem der Wind, deshalb werde ich wahrscheinlich nicht viel dazu sagen. Genießt einfach die atemberaubende Landschaft. Das ist Wahnsinn. Da unten ist ein Buco, da geht es dann Richtung Frankreich, die Grenze. Richtig heftiger Berg. Da ist unser Weg aufgegangen. Und da unten sind wir gestartet. Richtig krass. Da hinten sitzt Maschner. So, wir haben uns da ein halbwegs ruhiges Plätzchen jetzt gesucht. Windstilles Plätzchen. Das gibt's nicht gut. Ja, und jetzt gibt's Jause und Jause. Super, nein, das ist ja total toll. Aber wegen denen schmeckt es trotzdem gleich gut. Ja, sicher. Ja, was ist das? Selchaufstrich, gell? Das ist eine Leberpastete. Oh. Nur 20% Eiweiß, das ist Wachs. Es gibt Brot und Salami gibt es auch noch. Wow, heute aber. Ja. Sag mal, wie das geht. Es geht so das Messer, das man drauf und dann streicht man es. Das ist meistens so, wenn man was streicht. Man kann Butter verwenden, Honig, Nutella kann man auch so verarbeiten. Drauf auch noch, oder? Danke. Mahlzeit.
So, vom Trail zurück zum kulinarischen Highlight von dem Tag. Wir haben einen recht netten Platz gefunden. Da haben wir jetzt einmal geparkt, da schaut es aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Aber sehr entspannt steht man da. Und da unten gibt es schon was zum Essen. Ja. In Summe war es echt cool heute. Cool. Wirklich toll. Sehr abwechslungsreich. Und nochmal ein bisschen Flow. Und sehr viel Flow auf jeden Fall. Ja, morgen wird es hoch. Jetzt gehen die 3000er los. Jeden Tag über 3000 Meter, die nächsten 10 Tage durch. So der Plan. Lassen wir es rocken. Genau. Also kein Video verpassen. Genau. Uns hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.